Sollte dich die Seuche plagen, musst du nur den Corvus fragen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thymesia. Beim letzten Mal haben wir einen dicken Typen umgekloppt und ihm seinen Schlüssel abgenommen. Den Schlüssel zum, was war das? Weißt du das noch? Wohnerbezirk. Wohnbezirk? Wohnbezirk. Und da wollen wir mal gucken, was da so abgeht. Ob es da eine ruhige Nachbarschaft ist oder eine laute Nachbarschaft, ob es dort gesunde Bewohner gibt oder ungesunde. Ich glaube, es ist eine Nachbarschaft mit ungesunden Leuten, die sehr laut sind. Das kann sein. In diesem Spiel ist man uns auf jeden Fall nicht wohlgesonnen. Das ist das Einzige. Ich denke nicht. Genau, danke für den Ton. Bitte? Ich glaube nicht, dass die uns dort mit offenen Armen empfangen, sondern nur mit Sicheln und Forken. Vielleicht empfangen sie uns dort mit offenen Gräbern. Ein Item. Noch ein Item. Bekannt gab es Königreichs Hermes. Die Geburtstagsfeierfestlichkeiten des Königs werden am XX abgehalten. Ja. Eingeladene Adlige dürfen sich zur Teilnahme an den Feierlichkeiten in der Königsresidenz einfinden. Normalbürger dürfen an diesem Tag der Arbeit fernbleiben. Lasst uns gemeinsam feiern. Kriegen wir auch frei? Die brauchen nicht arbeiten, aber die dürfen auch sonst nicht mitmachen. Egal, ich nehme den Freitag. Der Dämmerzirkus wird zur Unterhaltung der Öffentlichkeit und den Bewohnern des Bäumemeers eine Reihe von kostenlosen Darbietungen zum Besten geben. Zum Beispiel schnitz den Jürgen und schlag den Johannes. Ja, genau, das Spiel. Das spielen wir auch immer. Also wenn er sich eine Wohnung sucht, ne, er kann nur im Erdgeschoss bleiben. Ja. Ich komme nicht in meine Wohnung. Oh, hey, hier, raufgeglitscht. Wenn du dich da komplett oben raufklitschen kannst, dann... Ey, da ist eine Leiter, da kommen wir aber nicht hoch, oder? Doch! War dir das schon immer? Das weiß ich nicht. Ist doch auch völlig unwichtig. Wichtig ist doch nur, dass wir es überlebt haben. Was? Das ist wichtig und richtig. Da waren schon lange keine Gegner mehr, das macht mir Sorgen. Oh, hier? Überwachungsbericht. Die Anführer der Königsgarde und die Ritter des reinen Blutes haben mehrere geheime Treffen wegen der Sicherheit der Geburtstagsfeierlichkeiten des Königs abgehalten. Die lückenlose Überwachung soll fortgesetzt werden, während weitere Anweisungen König Edwards noch abzuwarten sind. Und die Schutzmaßnahmen der Königsresidenz werden weiter... Was? Um die Schutzmaßnahmen der Königsresidenz weiter zu erhöhen, werden ausschließlich Mitglieder der Königsgarde eingesetzt. Das heißt, wir sind illegale Eindringlinge da gerade. Egal. Man will uns doch hier eh nicht haben. Können wir auch illegal sein. Hier ist gar nichts. Corvus und die Wände. Wird es dort jemals eine Wende geben? Warte, ich glaube. Oh. Ja? Geh nochmal da hoch. Jetzt soll ich da wieder hochgehen. Ja. Einfach so. Wenn ich das mal kann. Das schaffst du schon. Ich glaube da stark an dich, wenn ich ehrlich bin. Ach. Und dann geh mal da weiter hoch und guck mal die ganze Zeit rechts an die Wand. Kannst du dich da durchboxen? Natürlich nicht. Mein Gott, der Mensch kommt nicht mal eine beschissene Treppe hoch. Warum sollte er da durchkommen? Du musst da nicht wieder hochgehen. Darf ich jetzt gehen? Ja. Guck mal, ich kann mich nicht mal runter... Man kann gar nicht runter dashen. Dieser Mensch ist voller Ungeheimnisse, aber runterlaufen, das geht. Dieses Spiel ist schon freundlich. Corvus ist... Also brauchst du beim Ausweichen überhaupt niemals Angst haben. Du kannst gar nicht dich runterdashen. Das ist voll gut. Eigentlich ist es nett von denen. Aber es ist eigentlich auch viel zu Noob-Modus irgendwie. Jetzt müssen wir also die zu den Wohnbezirken finden. Wo soll das denn wieder sein? Weiß ich nicht. Warum weißt du das denn nicht? Wir finden das schon irgendwie. Wir finden alles mit Google und Zeit. Mit Google. Sag mal, wollte der ernsthaft seine Lanze auf meinen Kopf schlagen? Ja.
Er wollte dir seine Lanze auf den Kopf legen. Mit Hut. Kannst du einen Hut tragen? Oh, hier ist schon mal ein Tor. Vielleicht ist das ja richtig. Nein, das ist nicht richtig. Naja, man will ja mal träumen dürfen. Ist ein Shortcut. Schreit. Aber es steht. Ich konnte ja nicht interagieren. Nicht mal mit. Es lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Oh, da würde ich vielleicht nicht runtergehen. Da ist ja noch lang. Ach, oh, da unten. Ein Item. Nelke. Oh. Noch mehr Items. Er ist verschwunden. Now you see me, now you don't. Ach, das ist gar kein Item, das ist das kleine Mädchen. Ups. Mann. Man ist auch an so einem Punkt irgendwann, dass man mit diesen kleinen Mobs sich gar nicht mehr wirklich abgeben will. Und das ist immer das Schlimmste in solchen Spielen. Und dann wird man getroffen, weil man eigentlich auch gar keine Lust hat, noch irgendwie auszuweichen. Und man sich sagt so, du bist mir eigentlich schon völlig über. Egal wie überlevelt du bist, da kannst du noch was einsammeln. Egal wie überlevelt du bist, kleine Mobs, wenn es viele sind und du sie unterschätzt, werden dich immer aus dem Leben transportieren. Aber hier ist doch nicht so lang. Klar, einfach weiterlaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt wieder zurückrennen muss. Hier bist du doch schon mal lang gelaufen. Ja, aber in der anderen Nebenquest. Das ist ja jetzt wieder eine neue Erinnerung. Ja, aber hier bist du, hier laufe ich ja zurück. Also hier laufe ich zum Anfang zurück. Ja, dann geh mal in das Boss, in den Bossraum. Vielleicht ist da irgendwas. Kannst du das aufmachen? Ja! Dafür war der Schlüssel. Oder? Kann ich auch mal schnell mich hier hinsetzen. Geh mal bitte rechts und dann geradeaus durch. Ob du da noch ein... Okay. Ja, aber da ist ja der genau... Es ist quasi... Es war vorher auf, wenn du da den Boss bezwungen hast. Und jetzt kannst du es nur von der anderen Seite öffnen. Wow. Ja, wir müssen ja zu Urd, ne? Urd ist ja wahrscheinlich diese Olga, die bei ihm stand. Am Anfang, in der ersten Sequenz. Und die wird ja bestimmt sagen, hör mal zu, Junge. Du kannst nicht einfach in diesen Raum kommen und meinen Buddy umklopsen. Ist da noch irgendein Item in dem Raum? Ui, so viele Menschen. Alter. Die bewachen auf jeden Fall ein Item, das muss gut sein. Weg. Das ist ein Klopsi. Oh, das schaffst du easy mit deiner, mit deinem Zweihänder da. Zack. Jetzt kommt kleinen Mobbo McMoppenstein und mischt sich hier ins Geschehen ein. Aber für Reime ist es nie zu spät. Toll, dass er den Eier anvisiert. Mann, es lief so gut, bis du dich eingemischt hast, du Arsch. Er juckt doch gleich mein Early. Mann, es nervt, Alter, mit diesen dämlichen Arschgeburten hier immer. Geh mir aus dem Weg, Alter. Und jetzt zu dir. War nicht so gut. Das ist schon cool. Heil dich bitte. Das ist noch so ein kleiner, wenn ich den jetzt auch noch trigger. Dann auch den Zweihänder und dann geht's ab. Zack. Wir müssen erst abstechen. So, jetzt können wir weitermachen. Alchemieverstärker. Können wir das? Hier.
Kommt er dann gleich mit so einer Super-Attack. Aber jetzt mal entspannt hier. Er hat sein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet. Ein Eid. Sammel es ein. Oh. Notizen über das Leben im Hermes. Festung 2. Der Wohnbezirk befindet sich im offenen Land rund um die heiligen Bäume. Unmittelbar daneben befindet sich der Aufgang zu den heiligsten Stätten des Königreichs Hermes. Dem Märtyrerfriedhof und der Talaria-Kathedrale. Kathedrale. Punkt. Denn der Satz ist beendet. Er ist schwer bewacht und darf von Normalbürgern nicht betreten werden. Aber Corvus. Corvus sagt alles. Sich, ich mache das trotzdem. Denn ich habe keine Regeln. Corvus ist die Regel. Ja. Was? Wofür haben wir das jetzt gemacht? Haben wir einen Schlüssel gekriegt? Haben wir jetzt hier irgendwas gekriegt für den ganzen Käse? Die haben doch gerade gesagt, wo sich das Ding jetzt befindet. Habe ich schon wieder vergessen. Dann geh nochmal hin und lest es nochmal. Ich habe komplett vergessen, was ich gerade gelesen habe. Mein Hirn hat das eben nicht aufgenommen. Und wir haben einen Alchemieverstärker bekommen, ne? So. Findet sich der auf... Unmittelbar... Achso. Der Wohnbezirk befindet sich im offenen Land rund um die heiligen Bäume. Wo sind die? Weiß ich nicht. Ja, toll. Ja, hier, die heiligen Bäume, das waren ja diese komischen Gestüppäste, die man hier sieht. Guck hier. Im offenen Land. Willst du dir doch mal hinsetzen und gucken, ob du irgendwas aufwerten kannst mit dem Alchemieverstärker und so? Stimmt, ich kann immer irgendwas aufwerten. Denn ich bin der Aufwärter. Du bist der Aufwärter? Manche sind Zoowärter, manche sind Aufwärter. Knastwärter und ich bin der Aufwärter. Der Aufwärtsmann. Ich kann auch eine Seuchenwaffe verstärken. Was haben wir denn hier so? Können wir hier was machen? Geht das? Ja. Schaden 10%. Ja. Geht der auch noch? Ja. Der geht nicht. Das ist der Schade. Aber Dinge passieren. Da haben wir alles voll, ne? Ja. Da haben wir alles voll gemacht. Kannst du die noch wegballern, zack. Da musste ich aufstoßen. Da musste ich nochmal aufstoßen. Schulz. Soll ich jetzt das Bezirks... Jetzt machst du mal. Ich hab da keine Lust auf das Suchen. Dann muss ich mich... Ah! Ich muss doch noch mein Mikrofon richten. Meine Haare. Das ist dein Mikrofon? Meine Haare ums Mikrofon herum. Was hast du denn jetzt auf Kamera da getrieben? Unseren weiterhin heutigen Sponsor habe ich außerhalb der Kamera getrunken. Du darfst sie nicht nennen. Ich darf ihn nicht nennen. Ein cooler Sponsor. Die verdienen richtig Geld mit uns. Ja, vor allem, weil wir sie ständig erwähnen. Kommst du hier lang? Bist du hier schon gewesen? Das ist der Weg wieder in die andere Richtung. Dann ist es muss also, es, ja, das ist schon richtig, weil sonst bist du nur am Anfang. Da rennst du nur zum Anfang zurück. Ist ja Quatsch. Da ist ja nichts. Auch hier oben lang? Da ist nichts. Oh. Es muss da irgendwo weitergehen, wo der andere Dickmops war mit diesen blöden Wohnbezirksschlüsseln. Aber ich weiß nicht, warum. Und wenn ich das nicht bald herausfinde, dann werde ich... Google Time? Was für eine Time? Google Time. Google Time. Wir können aber auch nicht mal alles googeln. Da wird jeder sagen, Mann, das Spiel ist halt sehr linear. Checkt ihr es denn nicht? Nö. Die Antwort ist halt einfach nö. Da ist der Stuhl. Hallo, wir finden jetzt den Weg. Da geht es nicht lang. Geht es links entlang? Kann man da vielleicht diesen Drehhebel benutzen? Nein. Doch. Man konnte ihn die ganze Zeit nicht benutzen und auf einmal geht es. Tja. Hey, das ist das komplette Anfangsgebiet. Das Anfangsgebiet? Das Tutorialgebiet, oder? Ja, ja, na klar. Du musst ja an diese Fläche zurück, da wo du das erste Mal gegen den anderen gekämpft hast. Da wird jetzt die Rache erfolgen, bestimmt. Aber wie cool. Das mag ich, das feiere ich. Und dann wird die Frau dir sagen, hör mal zu jetzt, Junge. So geht's nicht. Deswegen ist es auch so eine Monster-Baba-Wand gewesen. Monster-Baba-Wand? Was hast du da jetzt hier für einen Slang drauf? Ich habe mich dem Wohnbezirk angepasst. Die du vorher quasi gar nicht als mögliche Aufmachwand wahrgenommen hast. Wie Aufmachwand? Weil wir sind ja hier gespawnt, ganz am Anfang, oder nicht? Da hing dadurch die Verordnung dran.
War das da? Ich glaube, das war hier, wo wir gespawnt sind. Das kann sein, ja. Oder nicht? Ja, doch, ja, na klar. Und dann läuft man doch hier lang. Oder irre ich mich gerade? Nein, komplett? Das ist korrekt. Jetzt kann man aber auf einmal in die Wohnung reingehen. Da konnte man vorher auch rein, da lag auch ein Zettel, das weiß ich noch. Da ist so eine Olga gewesen, wo du irgendwie das Ausweichen lernen musstest oder so. Da ist sie wieder. Das ist mega cool, das feiere ich richtig, dass du quasi so zurückgeschmissen bist. Aber warum sind die denn jetzt aber mal so stark? Warum wohl? Warum? Weil wir jetzt auch stärker sind. Ja, aber dann macht das ganze Leveln ja keinen Sinn, das ist ja alles Quatsch. Die sind mit uns gewachsen. Die sind wie ein Wachsmalstift. Aha. Da ist ein Item. Interesting. Interesting reaction. Oh, ein Stuhl. Der war aber vorher nicht. Nee. Wir sind auch ganz woanders. Was ist das denn jetzt für ein Haus? Vorher konnte man nicht. Oh. Das möchte ich noch nicht. Da kommt wieder ein Dickmobbo-Gebiet wahrscheinlich. Erstmal möchte ich hier gucken. Ich kann gleich wieder unsere Lieblingsstelle sehen, wa? Oh, welche? Oder geht das Tor da vielleicht nie auf? Nee, okay, ich muss da durchs Haus. Welche Lieblingsstelle? Denn mit der, wo man nicht langlaufen kann. Die größte Alpha-Wand im Spiel. Hi. Tut mir leid, dass ich dich unterbreche beim Leichenklopfen. Ach, ich glaube, das sind in Ordnung. Weil jetzt ist er einer von ihnen. Alter, was ist er denn für einer? Wer ist er denn? Hatten wir den schon mal? Er ist wütend. Oh, doch, den hatten wir schon mal. Der ist gar nicht so schlimm. Hatten wir den schon mal? Ja, ist natürlich ein Dickkloppe-Mobbo. Wow, der hat aber sehr viel einarmig trainiert. Er ist wahrscheinlich Single. Und Linkshänder. Und Linkshänder. Oder er hat halt nur wirklich einarmig trainiert. Deswegen muss man immer darauf achten, beim Training keine Disbalancen zu erzeugen. Weil dann sieht er so aus. Ist auch gesundheitlich nicht in Ordnung. Oh, oh, er bumst ein paar Mal öfter rein. Macht er das? Ja, aber nur mit links. Ein ganz harter Bums, aber. Aber nur mit links. Ah! Oh, ich wollte eigentlich ausgewichen, aber. Naja, dann bumse ich halt mal zurück. Ah, easy! Dafür, dass ich irgendwie nichts gesehen habe auf meinem linken Auge. Wieso hast du nichts gesehen auf deinem linken Auge? Irgendwas hat sich auf meiner Kontaktlinse platziert. Aha. Aber jetzt habe ich es weggerieben. Dinge, die nur Leute mit Kontaktlinsen verstehen. Ich bilde hier mein eigenes kleines Fan-Brückchen mit Kontaktlinsenträger. Dein Ohr sieht witzig aus. Mein Ohr? Schwarzer Pfeffer haben wir gefunden. Muss ich mir nachher in der Aufnahme angucken. Wir haben schwarzen Pfeffer gefunden. Hallo. Oh. Bringen Sie um. Erlöse Sie. Ich erlöse Sie von dem Bösen. Da kann ich rein und da kann ich rein. Ich gehe erstmal ins Haus rein. Mach das. Da gibt es bestimmt ein super Item. Ein bisschen Hausfriedensbruch ist immer gut. Guck, schon zu Ende. Oh, Tagebuch eines unbekannten Bewohners. Obwohl des Königs älteste Tochter Urd blaublütig geboren wurde, hat sie großes Mitgefühl für das Schicksal des Volkes. Bald hat sie gar kein Mitgefühl mehr, wenn wir mit ihr fertig sind. Sie begnadigt nicht nur regelmäßig jene, die irrtümlicherweise kleinkriminelle Taten begangen haben, sondern lässt den Dienern der Königsresidenz auch den Segen des reinen Blutes zukommen. Ich glaube, dass sie in Zukunft ebenso fähig über das Land herrschen wird, wie es ihr Vater, König Edward, der Heiler, tut. Das glaube ich nicht, weil wir werden jetzt erstmal sie töten. Aha. Und ich glaube, ich werde irgendwann groß und reich sein. Jeder hat seine Träume. Denn ich weiß genau, Urd liebt mich auch, so wie ich. Ich habe all ihre Unterwäsche heimlich aus ihrem Zimmer geklaut. Das ist der Uncut-Brief.
Den haben sie nicht veröffentlicht. Ach so. Du solltest ein Spiel herstellen. Ich? Ja. Nein, das lass mal lieber du. Da geht's dann um Unterhosen klauen und Leute verprügeln. Da gibt's auf jeden Fall nur Psychopathen in dem Spiel. Oh. Papier am Boden. Eine tödliche... Nein, warte, das muss man anders lesen. Ey! Eine tödliche Stille erfüllt die Straßen. Und die Stadt ist vollständig abgeschottet. Es gibt nirgendwo Nahrung oder Trinkwasser. Was haben wir da schon? Harren. Stimmt, das haben wir schon mal gehabt. Ach, das ist der Kreiselgang. Ja, jetzt kommt gleich meine Lieblingsstelle. Die ist da hinten. Geh bitte hin. Lass sie uns für diesen Moment noch einmal anschauen. Oh. Oh. Tut mir leid, dass ich gestört habe. Oh. Gerüchte aus der Königsfamilie. Es sind sogar mehrere. Es heißt, der Direktor des Dämmerzirkus, Odur, wäre der uneheliche Sohn eines gewissen Adligen. Ach. Unehelich. Sag mal, ist das Bastardbalg von dem Edward oder was? Wahrscheinlich. Nachdem sich seine Mutter mit der Seuche infizierte, wurden die beiden ins Narrenmeer verbannt. Ja klar. Alle Diener, die in der Königsresidenz gearbeitet haben, wissen, dass sich im Gebäude ein Raum befindet, der nicht betreten werden darf. Gerüchten zufolge lebt dort die Königin. Und der werden wir einem Besuch abstatten. Oh, das ist ein bisschen stärkerer Mobbo. Moment. Was denn? Ist das nicht die Stelle? Mit der Alpha-Wand? Ja. Ich weiß nicht. Nee, das... Doch, das war vor dem Speicherstuhl. Das war da, die Ecke. Man kann jetzt da reingehen. Das war für später einfach nur abgesichert. Sie ist verschwunden. Endlich geht die Immersion auf. Da kommt man auch nicht lang. Oh, noch mehr Häuser. Oh, nee, da bist du hergekommen. Oh. Da haben die Entwickler es wieder gut gemacht, an der Stelle. Wenngleich man sie in dem ersten Teil hätte auch gleich weglassen sollen. Das stimmt. Aber dafür haben sie jetzt auch eine Stuhl hier weggenommen. Den brauchen wir auch nicht. Mein Gott, diese nostalgischen Gefühle. Oh, da ist wieder, das ist wieder so eine. Das sind auch deine Lieblingsgegner. Ach du Kacke. Na, das machst du schon. Da hast du einen gedreht raus. Ach, nee, hab ich nicht. Natürlich. So lange ihn schnitzen lassen, bis er wieder sich in den Boden steckt. Ich hab nur noch zwei Heilungen. Ja, du machst es mit einer. Und taut er nicht im Boden. Was ist denn mit ihm los? Ey, der macht das nicht, oder? Do it, Pussy. Der macht das nicht. Er das Arschloch. Er hat eben es auch schon mal gemacht. Jetzt komm. Do it, Pussy, komm. Ich hab Kobo-Loch. Kein Grund für Umarmungen. Kein Grund für unnötige Aggression, Madame. Eigentlich hat er jetzt den Sprung gemacht, genau. Oh, da hat er einen Schluck auf. Nicht, dass es jetzt losgeht. Oh, oh. Wenn bei dir Schluck aufs Losgehen, dann haben sie kein Ende mehr. Nee. Mein Gott, ist das schlimm. Die Olga hat mich pariert, die Olle. Ist das nur Olga überhaupt? Oh, da fällt alles um. Schrei mich nicht an, Sau. Ja. Keine Heilung mehr. Ich glaube, ich sterbe jetzt an den letzten Witzeln. Das wäre schlecht. Hau ihn auf! Ja, da hast du ihn! Sag ich doch!
Easy. Jetzt solltest du vielleicht doch irgendwo ein bisschen Heilung finden. Hi. Na? Wir kennen uns doch hier alle bereits. Kein Grund für Aufregung. Bleibt alle, wo ihr seid. Ihr müsst mich nicht begrüßen. Ah, das hab ich doch gesagt. Na toll, jetzt soll ich das wieder machen. Oh, Stufenaufstieg. Oh, wir können aufsteigen. Wir können die Treppe zum Erfolg gehen. Stärke. Ich bin für auch, du musst es auch einfach mal runterknapsen. Okay. Weil ich bin ja sowieso einer, der mit beiden kämpft, weißt du? Ich hämmer aber auf beides immer drauf. Ich mache das ja in einem Abwasch immer so. Ich glaube immer fupp und gleich hinter das andere hinterher. Ich mache hier auch. Ja? Bist du so ein krasser? Ja. Krasser Kämpfer? Krasser innen. Oh, da geht's schon mal nicht weiter. Das ist gut. Dann kann ich nochmal hier unten lang gucken, was da jetzt noch so ist. Am letzten Mal war hier was. Hier ist nichts mehr. Sie haben es abgeschottet. Das finde ich gut in dem Spiel tatsächlich. Oh Gott. Bisher ist mir nichts wirklich negativ aufgefallen in dem Spiel. Nein, mir auch nicht. Bis auf die Alpha-Wand. Und die fehlende Sprachausgabe. Ja, aber nun gut, so viel reden sie auch nicht. Vielleicht haben sie aber nicht genug Geld dafür gehabt. Viel Erfolg, du schaffst das schon. Du weißt, dass ich jetzt erstmal auf die Fresse kriege, oder? Nee, Quatsch. Das ist dir aber bewusst, ne? Nee, du machst das schon. Oh. Ja, das war viel. Mann, war das aber... Oh, sie ist eine Schnellspringerin. Ich bin die Thronfolgerin des Königs. Gut. Ihr Frauen sind doch immer so eine Schnellschlitze. Oder Magier? Alter, ich sehe nicht durch. Die ist gut. Die ist gut. Aber es ist doch immer in den Spielen. Die Frauen sind immer overpowered, was sowas angeht. Weil die alle immer so flink sind. Ich hab meine Feder benutzt. Das hast du gesehen, oder? Du musst das gar nicht klappen. Wenn ich meine Feder benutzen will, macht sie es nicht. Also er. Ja, sie kann auch Magie. Übrigens. Natürlich kann sie Magie. Immer wenn ich ausweichen möchte, macht das auch nicht. Die legt sich nicht mehr hin. Dafür haut das aber ordentlich Energie runter. Zweite Phase. Was? Was war das? Die hat das ausgewichen. Ich kann dem ausweichen. So. Ja, aber das war geil. Aber warum habe ich jetzt meinen automatischen Todesheil nicht bekommen? Den hattest du zwischendurch schon. Wann das denn? Kurz vor Ende. Habe ich nie mitgekriegt. Davon weiß ich nichts. Aber das hast du gut gemacht. Nee, finde ich nicht. Ich bin viel zu oft getroffen worden. Was machst du denn jetzt wieder für einen Quatsch? Damit das nicht mehr angezeigt wird. Du kriegst ja immer Splitter für jeden. Ich setze sie jetzt ein, damit sie weg sind. Weil die kannst du ja eh nicht falsch einsetzen. Du kannst irgendwie, was Leveln angeht, kannst du gar nicht so viel falsch machen. Nö, finde ich gut. Nein. So eine Scheiße. Was denn? Ich bin gestorben. Das hast du aber gut gemacht. Ach, ging so.
fand das schon sehr geil. Können wir noch... Wie ging denn das noch? So, ne? Mehr Fähigkeiten. Wir haben keine mehr. Ich überlege auch gerade, ich weiß es nicht, ob es bei der sinnvoller wäre, nicht diese schnellen Krallenangriffe zu machen, weil dann meistens verhedderst du dich in dieser Hard-Combo und kommst dann nicht schnell genug wieder weg. Dann haut sie dir mal auf die Fresse. Das stört mich gerade so ein bisschen. Aua, ihre Dreier-Kombo hittet. Ja, da hittet alles irgendwie. Das kommt auch immer so unerwartet. Eigentlich macht sie nicht viel, macht eigentlich immer gleich. Sie macht immer hart. Alter. Meine Fresse, Junge. 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 Nice! Alter, ich hab hier das Sagen. Fotze. Au. Oh, da hat sie gesagt, das wollen wir nochmal sehen. Von vorne beginnen. Ja, war klar. Jetzt kommen wieder diese unkillbaren Moves, Alter. Ja. Gut ausgewichen. Ich hab keine Seuche mehr, so ein Scheiß. Ich glaube, wir lassen vielleicht die Zwischennebenbosse raus aus diesem Let's Play. Aber das ist doch langweilig. Wollen wir denn keine Herausforderung haben? Aber ich habe euch gesagt, jetzt schon. Oh, was machst du? Mein Kopfhörer rausreißen. Wenn ich das schon wieder sehe, ne, habe ich jetzt schon keine Lust mehr. Aber diese zwei Phasen, weißt du, du schaffst die erste gerade mal so. Ich habe mich gar nicht gefreut, dass ich die geschafft habe, weil ich wusste, das kann doch nicht so easy gewesen sein. Und wenn ich sehe, wie schnell das alles geht und ich da jetzt schon überfordert bin, beim Gucken bin ich schon überfordert. Beim ersten Spielen war ich überfordert. Guck mal, du schaffst beim ersten Mal gleich die Phase 1. Jetzt schaffe ich die mal. Weißt du, wie niedrig dann meine Motivation ist, überhaupt weiterzumachen? Ach, Olle, halt die Fresse. Ja. Wir haben auch diesen Odor geschafft. Boot hört sich für mich so männlich an, irgendwie. Du
kannst sie ja ziemlich gut so. Ich weiß das Wort gerade nicht. Dashen? Dass sie sich halt nicht bewegt. Ich habe viel zu oft die Seuchendinger benutzt. Deswegen hatte ich für die zweite Phase die gar nicht mehr. Danke, dass ich mich nicht heilen darf. Jetzt wird deine Heilung benutzt, glaube ich. Gerade eben. Für mich, weil ich nur einen verbraucht habe. Den habe ich selber benutzt. Das ist nichts für mich hier, der Boss. Kannst du die jetzt schon aufgeben? Ich bin ein blödes Ungeduldig. Ich möchte den anderen Move haben. Ich kann diesen Schwachsinn nicht gebrauchen mit diesem Hacken da. Das bringt mir nichts. Ja, mit dem anderen Move komme ich schnell ran. Ich muss schnell sein. Und das ist mir zu lahmarschig so. Dann haut er nämlich nur auf die Stelle. Bringt mir nichts. Weißt du, was... Ich habe das Gefühl, er kommt nicht aus dem Arsch. Weißt du, ich komme nicht schnell genug ran. Weißt du, wofür ich bin? Wir machen jetzt mit der Nebenquest in Dings 1 weiter. Hä? Dass wir den Typen da versuchen. Was? Odur? Ja. Da habe ich auch keine Chance, kannst gleich alleine spielen. Jetzt sei doch nicht so abgefuckt. Weil er ist wahrscheinlich noch der einfachste von allen den dreien. Nein. Ist halt Welt 1, ne? Das weiß ich nicht, aber da habe ich auch keine Chance gehabt. Deswegen sage ich das ganz gleich alleine machen. Bei der komme ich auch nicht weiter. Ich komme nicht mal in zweite Phase, brauche ich auch nicht versuchen. Jetzt sei doch nicht so genervt. Nee, ich weiß, wann ich nicht weitermachen muss. Wie gesagt, weil es mir nicht liegt. Vater, der hat auch dreimal getreten. Was, ihr Vater? Ja, der Odo da. Das ist nicht ihr Vater. Der Uneheliche, oder nicht? Das ist doch nicht der Vater. Achso, ich dachte auch wegen... Das ist nur das Kind. Und der Vater ist noch da. Ups. Aber der hat auf jeden Fall auch immer dreimal getreten. Vielleicht ist das in der Familie ein Zickenjumpen. Vielleicht so ein Signature-Move in der Familie. Von Daddy zu Sohn zu Tochter, alle stechen dreimal. Na, da bestimmt auch drei Kinder.
Alte. So unausweichbar wie dieser andere Schwachsinnsangriff mit dem anderen Packen da von dem anderen Ritter. Alte, ich hatte doch noch meine Heilung. Wann hat er die denn eingesetzt? Vielleicht ich war jetzt noch so, ich hatte noch vier Heilungen. Oder zählt die einfach nicht im Boss? Doch, das habe ich ja schon gesehen bei dir, dass der das macht. Willst du? Ich dachte, du hast keine Lust mehr. Willst du die andere Sache noch eben einsetzen? Die andere? Ja, du willst doch das andere haben. So ja, wie ging das denn nochmal? Musst du am Stuhl machen. Oh nee, das ist so umständlich, komm. Das blamst du das nachher wieder da drin. Das mache ich sowieso. An mangelnder Fähigkeit kann es nicht liegen. Kann nur das Spiel schuld sein. Das ist ja wohl klar. Ich meine. Ich. Das stimmt. Da müssen wir also die Schwerter erheben. Weiter konnte ich nicht lesen. Das ist aber ziemlich unterwürfig, dass du dir so wegklatschen kannst. Soll mal ausweichen, wenn ich auch ausweichen kann. Weißt du, wenn du ausweichen möchtest davor und die Kamera mitdreht, sodass er dann automatisch wieder rein ausweicht, dann macht es halt auch keinen Spaß. Ich weiche in die komplett andere Richtung aus. Und in dem Moment muss ich die Kamera mitdrehen, sodass er genau reinspringt. Deine Heilung wurde gerade verwendet. Ja, ich weiß nicht. Ich werde alles niederreißen und von vorne beginnen. Weg da, weg da, weg da. Alter, warum? Aber das ist noch relativ easy auszuweichen. Ne? Weißt du, ganz ehrlich. Nutzt dein X mehr. Was denn? Du machst doch gut. Ich möchte mich heilen und ich kann es nicht. Ja, du bist ganz toll, Corvus, Alter. Außer nie. Ich
Weißt du, es nervt mich. Und es funktioniert bei Dark Souls gut. Die Alte springt um mich rum und ich weiche aus. Was macht aber die Kamera? Sie bleibt stur auf der Stelle stehen. Auf einmal bin ich nicht mehr mit der Kamera hinter meinem Spieler, sondern auf einmal stehe ich so rum. Und ich sehe die Olle nicht mehr. Das ist einfach mies. Die Kamera ist zu langsam für dieses Spielgeschehen. Das kann es nicht sein. Die muss immer hinter mir sein. Und nicht, dass sie sich auch mal so umdreht, dass ich auf einmal die Alte nicht mehr sehen kann. Dieses ist die ganze Zeit fokussiert, das Ding. Aber solange sie sich mitdreht, wenn ich was ausweichen muss, was aus der Luft kommt, und sie dann so hindreht, dass ich da reinspringen kann, ist immer gut. Komm gar nicht zum Angreifen, weil ich die ganze Zeit ausweichen muss. Ja, im Prinzip musst du eigentlich das. Ist eigentlich auch das Ding da. Du bist eigentlich nur am Rumhüpfen. Laufen ist eigentlich gar nicht drin. Ich hab mich nachher nur mit diesem Ausweichen bewegt. Ja, war ich auch immer. War ich aber schon bei jedem Ausfall eigentlich. Entschuldigen Sie, dass ich da Ihre Skill-Moves leider noch nicht selber erkannt habe. Jetzt sei nicht aufgebracht. Ich bin aufgebracht, weil die Kamera scheiße ist. Manchmal. Nicht immer, aber manchmal ist sie zu langsam. Komm nicht an sie ran. Ich habe immer, nachdem ich von ihr ausgeweichen wichen bin, noch einen Vorwärts-Dash gemacht. Dann bist du auch wieder dran, dann kannst du ja auch immer einen klatschen. Weil sonst ist er zu langsam. Der Todesvogel mit der Kapuze. Sehr schön. Geräusche, die mir auf den Sack, kann man es aufstellen. Hat die Schluck auf, Husten, Schnupfen. Beides. Die hat solche. Bestimmt. Ha, ha. Oh. Da höre ich gar nicht hin, wenn ich ganz ehrlich bin. Doch, mich lenkt sowas immer mega ab. Guck mal, die hat alles ausgewichen. Die ist krass, oder? Sie ist die Ausweicherin. Aber du bist der Springer. Ja, bringt mir nichts, wenn ich ohne Heilung in die zweite Phase gehe. Das ist korrekt. Das bringt dir nie was. Aber immerhin bist du die, die auch immer in die zweite Phase kommt. Du warst doch auch schon mal drin, oder? Ja, einmal. Von drei Versuchen. Du bist von drei Versuchen immer drin. Vor allem bei mir war das, das war bei mir schon wieder, da habe ich auch gedacht, warum ist das bei mir so geballt? Ich weiche aus und dann stehe ich mittendrin. Das weiß ich nicht. Und bei dir sind die dann immer ganz woanders. Ich fühle mich diskriminiert. Ich hatte doch noch meine Heilung. Ich habe extra das. Ich verstehe das nicht. Vielleicht ich habe extra darauf gewartet, dass ich noch einen da habe. Dass, wenn ich sterbe, dass sie mich heilen. Weil das steht da drin. Vielleicht geht das in der zweiten Phase nicht. Ich weiß es nicht. Lass uns die einfach nicht machen. Wir müssen die nicht machen. Aber ich will das was machen. Ich spiele das Spiel ja nur einmal durch. Und speichere den Spielstand. Dann kannst du es immer noch irgendwann machen. Die Alte muss doch nicht. Ich kann doch auch leben bleiben. Außer du schaffst das jetzt. Ja, außer ich schaff das jetzt. Ja, stimmt. Diesen Versuch. Kann
Kamera, die macht mich wahnsinnig. Die ist aber teilweise echt zu langsam. Ich bin oben. Lock. Das ist ja genauso beschissen, da sehe ich ja gar nichts mehr. Warum hat er sich jetzt nicht geheilt? Weil ich wieder mal Mühe zu früh gedrückt habe. Ja, teilweise weiche ich aus und sie trifft mich trotzdem. Ich check das nicht. Aber der versucht das schon. Guck mal, jetzt wurde ich aufgeheilt gerade. Wie lange sie brauchen, um einen umzubringen, ne? Mein Gott, Olle! Sag mal. Hä? Wen fightet sie denn jetzt gerade? Wahrscheinlich sich selbst. Willst du noch mal? Ich hab was im Ohr, das macht mich gerade Wahnsinn. Ihre nervige Stimme? Kann Synchronsprecher werden. Guck da die Kamera, die macht es nicht mit, Alter. Guck mal, ich bin ständig, habe ich sie im Rücken. Ja, dann dreht sich die scheiß Kamera mal irgendwann mit. Das ist doch egal. Ich schaffe es nicht mit dieser schlechten Kamera, die ist zu langsam. Na hier, wie langsam, ich bin an ihr vorbei und dann fängt sie an sich zu drehen, sie muss sich gleich drehen. Alter! Ist mir zu langsam. Das funktioniert bei Sekiro besser. Schnelles Gameplay. Das kriegen sie nicht hin. Die Kamera ist viel zu lahmarschig. Die dreht sich, nachdem ich schon 20 Kilometer in eine andere Richtung gelaufen bin. Ich hab Bock drauf. Da habe ich keine Kontrolle über den Kampf. Wie gesagt, wir müssen sie nicht machen. Du wolltest sie machen. Ja, aber ich habe keinen Bock mit dieser Kamera zu spielen. So. Also lassen wir die Bosse doch weg. Nein, lassen wir nicht. Aber jetzt lassen wir sie weg, bis wir overpower sind. Dann haue ich die so ja, weg. Aber du willst doch jetzt nicht 5 Folgen lang nur leveln. Das nicht. Weil mehr haben wir ja nicht zu tun. Was weiß ich. Aber so macht mir das keinen Spaß. Wäre ich aus und dann dreht sich die Kamera irgendwann mal um. Dann kann sie dir aber auch schon wieder 10-mal an den Rücken hauen. Daran so schwer, dass die Kamera sich stetig mitdreht. Muss er, dass der Controller leer geht? Nö, dann würde er kreiseln, wieso? Manche Sachen nimmt er gar nicht. Eigentlich habe ich da bis jetzt keine Probleme mit gehabt. Bist du, ich kann nicht aus. Das ist der A. Der A. Der A? Du meinst der B? Ja. Ich bin bei Nintendo Knaller. Eigentlich ging das bis jetzt immer. Das habe ich sonst immer nur mit dem, wenn der leer ist. Eigentlich hat der keine Aussetzer, wenn die leer werden. Ja, ist so, ich kenne den Controller halt. Ich sag's doch nur, dass es mir gerade auffällt. Vielleicht hast du auch Aussetzer. Ja, das sowieso. Alter. Ich weiß nicht, so meinst du mit der Kamera. Ja, es ist zu langsam. Macht gerade irgendwie gar nicht das. Das ist alles sehr langsam und langwierig. Das sieht aber schon cool aus. Ja, das ist toll, wenn man das selber könnte. Ich
Mann, ich bin noch zur Seite ausgewichen, Alter. Du lebst noch. Das war ihre Entscheidung, nicht die richtige. Was? Wilde, was? Ich hab's gemacht, hallo. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich bin ohne Heilung da gefühlt gewesen die ganze Zeit. Hast du mitgefiebert? Ja. Hui. Mein Herz, möchtest du mal fass mal an, bitte. Spürst du das? Ja, ganz entspannt. Easy, weg. Easy. Sonst ist nichts geschehen? Nein. Das möchte ich in groß sehen. Nein, falsch rum. Ah, sieht man nicht auf der Kamera. Doch, das hat man gesehen. Dann würde ich sagen, Corvus, bist du bereit, dich zu erinnern? Ich würde sagen, haben wir einen Gegenstand? Das würde ich noch eben machen. Reines Herz von Earth. Du hast dich lediglich an meine Befehle gehalten und getan, was du tun solltest. Als es zum Vorfall kam, war meine Schwester zu einem großen Teil verantwortlich. Für was? Ich werde rückgängig machen, was geschehen ist für sie. Das ist ihre was? Herr Schwester? War das ihre Schwester? Wahrscheinlich. Hast du gerade ihre Schwester? Pass auf, die hasst ihre Familie und bringt sie einfach nur alle um. Am Ende kommt der große Twist. Hätte es gar nicht machen sollen. Sag mir nicht, dass man nicht alle Nebenbosse machen darf. Doch. Man muss alles umbringen. Oh, was bist du bereit zu erinnern? Stärke? Ich zitter immer noch. Das darfst du entscheiden. Du hast den Boss gemacht. Völlig unerwartet. Völlig unerwartet. Das war schon sehr gut. Speerschwert. Ui. Guck mal. Kann auch direkt aufwählen. Guck mal. Bam. Aber dann ist er so weit weg, das mag ich nicht. Hui. Wenn du heilen willst, ist das ganz gut. Okay, perfekt. Alles klar. Da hat sie den Boss weggeklatscht. Ich hätte das nicht erwartet. Ich habe den nicht geklatscht. Ich habe den geklatscht. Krass. Was bleibt da noch zu sagen, als das war gut?
Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge hier mit diesem Erfolgserlebnis. Die war's. Oh. Tschüss. Und dann, mein Gott, du bist immer so schnell. Ja, ich muss mich auskurieren von dem Stress. Dann würde ich sagen, was würde ich denn sagen? Tschüss. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Das ging ja jetzt auch relativ schnell. Easy. Easy Spiel. Ja, dann werden wir beim nächsten Mal, eine Nebenmission haben wir, glaube ich, noch, ne? Zwei, Best Boss haben wir noch. Ja, wir haben Odur und Tentakel-Odur und noch irgendjemanden. Ja, die mache ich beim nächsten Mal dann. Diesen komischen anderen Schwachsinn da. Die machen wir aber bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Dimesia auf Shinobi. Und tschüss.